So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier reinschaut zu meinem Video zu Jamaika. Ein Gateway-Piraten-Wettlaufspiel, also sehr familiengeeignet. Kann man eigentlich mit allen Leuten spielen, selbst Personen, die sonst gar nicht so viel Brettspiele spielen. Und das Besondere ist eben auch, man kann das Spiel gut mit 6 Mitspielenden spielen. Das haben wir auch nicht ganz so oft. Und unser Ziel ist es einfach, einmal um diese Insel hier zu fahren und dann derjenige Pirat mit dem meisten Gold zu sein. Sprich, wer als erstes dort ankommt, gewinnt nicht zwingend, aber man bekommt hier mal so einen gewissen Goldbonus, der hier oben immer in den Ecken steht, und den möchte man natürlich schon gerne mitnehmen. Man kann auch versuchen, hier zwischendurch Gold zu sammeln, zum Beispiel in diesen Piratenhöhlen, wo so Schätze liegen, die man bekommen kann. Da können aber auch verfluchte Schätze bei sein oder einfach mit Karten, wenn da irgendwie draufsteht, dass ich Gold einsammle, weil ich irgendwo eine schöne Bucht gefunden habe, wo so ein Schatz versteckt liegt, dann bekomme ich halt auch Gold in meine Laderäume, aber die sind halt auch sehr begrenzt, die muss ich immer gut managen. Ich brauche auch Proviant, wenn ich dann irgendwie doch mal einen Tag auf hoher See bin, damit meine Leute nicht verhungern. Und das Spiel ist vom grundsätzlichen Ablauf her super mega einfach. Jeder hat einfach 3 Karten auf der Hand. Wir haben alle genau das gleiche Deck, nur wir mischen halt die Karten und bekommen die dementsprechend in einer unterschiedlichen Reihenfolge auf die Hand. Ein Spieler ist der Startspieler, das bin jetzt in dem Fall ich. Dann nehme ich mir diese Würfel, würfel die und muss mich jetzt entscheiden, welchen Würfel ich auf die Tagseite und welchen ich auf die Nachtseite lege. Das heißt, ich kann entweder hier die 2 und da die 6 hinlegen oder ich kann es andersrum machen. Die Frage ist natürlich, wonach entscheide ich es? Und natürlich nach meinen wunderschön illustrierten Handkarten. Es ist einfach so, die Option auf der linken Seite gilt dann auch für den linken Würfel. Die Option auf der rechten Seite gilt dann für den rechten Würfel. Das heißt, wenn ich es jetzt so rum hinlegen würde, könnte ich hiermit 6 Proviant einsammeln und 2 Felder vorfahren. Müsste auch gucken, da müsste ich gleich 3 Proviant wieder abgeben. Oder ich könnte 6 Felder vorfahren und würde nur 2 Proviant bekommen. Also es ist einfach getauscht. Kann ich auch gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ist halt doof, weil das ist so ein Hafenfeld, da müsste ich gleich 5 Gold Hafengebühr bezahlen und ich habe ja noch gar nicht 5 Gold überhaupt, das heißt, dann müsste ich auch, wenn ich irgendwas nicht bezahlen kann und ich einen Mangel habe, das ist jetzt eben auch neu im Vergleich zum alten Jamaika, dann würde ich einfach diesen Würfel werfen und würde halt gucken, ne, würfel ich so ein Quadrat, komme ich aus so einem Feld mit Quadraten, so ein Proviantfeld zurück, bei so einem Kreisfeld komme ich halt in so ein Hafengebiet hier zurück und da muss ich dann eben aber keine neue Gebühr mehr zahlen. Beim alten war es so, ich bin immer weiter zurückgerutscht und hier ist es ein bisschen entspannter, daher auch ein bisschen freundlicher zu spielen. Oder hiermit könnte ich zum Beispiel mir 6 Schießpulver einladen und noch 2 Gold bekommen. Das wäre natürlich ganz gut, wenn ich mal irgendwie kämpfen sollte, dann hätte ich damit halt eine höhere Chance, den Kampf auch wirklich zu gewinnen. Und dementsprechend würde ich jetzt vielleicht sagen, ich lege das mal so hin und verteile die beiden Würfel so. Dann bekomme ich 2 Schießpulver und, na, vielleicht möchte ich doch lieber 6 Schießpulver für die Kämpfe, die kommen. Und natürlich wird bei mehr Spielern deutlich mehr gekämpft als nur mit 3 Mitspielenden, weil wir immer dann kämpfen, wenn wir gemeinsam auf einem Piratenfeld stehen. Und ja, die würde ich jetzt so spielen, hätte die Würfel so angeordnet. Meine anderen Mitspieler wissen in dem Fall nicht, was ich gespielt habe. Und jetzt kann halt hier zum Beispiel Skipper bei sich gucken, wie er diese Würfel gerne nutzen möchte. Er kann die jetzt nicht mehr verändern. Er muss damit einfach leben. Und er könnte zum Beispiel auch 6 Felder vorfahren, dann 2 Felder zurück, dann wäre zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, dann würde er hier diesen Schatz einsammeln können, aber er müsste vorher diese 5 Gold Liegegebühr zahlen und das möchte er eigentlich nicht zwingen. Also spielt er einfach mal diese Karte, um sich schon mal hier die Taschen voll Gold zu machen. Die anderen Karten behalten wir dann und dann kann eben auch Dave gucken, was er hier so Schönes hat, und Dave würde in dem Fall sagen, ach, weißt du was, in dem Fall macht er auch mal diese Option hier und jetzt würden wir einfach alle gleich, also mit der Reihe nach könnten wir unsere Karten umdrehen, weil wir das eh in Spielerreihenfolge abhandeln. Das heißt, ich würde jetzt einfach hier 6-mal Schießpulver bekommen und dürfte das dann in einen Laderaum legen. Und das ist nochmal wichtig, man darf nicht hier 2 Sachen in einen Laderaum legen. Ich darf nicht mal, wenn ich jetzt nochmal Schießpulver bekommen würde, das hier dazulegen. Ich muss immer alles, was ich bekomme, in einen neuen Laderaum legen. Wenn ich das nicht mehr kann, weil alles voll ist, dann muss ich irgendeinen Laderaum leer machen. Dann darf ich aber nicht das gleiche wegschmeißen wie das, was ich bekommen habe. Sprich, wenn jetzt hier überall schon irgendwie auch noch Gold liegen würde und ich könnte das jetzt hier nicht einlagern, dann kann ich nicht sagen, ach komm, dann werfe ich das Schießpulver weg und behalte dafür das neue Schießpulver. Ich muss dann irgendeine andere Warenart weglegen. Ne? Aber soweit sind wir jetzt ja nicht. Ich habe jetzt einfach hier nur 6 Schießpulver bekommen und kann mir dann hier eben auch noch 2 Gold nehmen, muss das jetzt eben dann auch in einen Laderaum legen und dann würden wir bei den anderen Mitspielenden gucken. Ne? Hier wird sich auch nicht so wirklich viel bewegt. Das heißt, auch Skipper kann sich jetzt hier 2, 4, 6 Gold nehmen, ne? Weil das ja dem Einwürfel hier entspricht, und legt das in den einen Laderaum.
und die zwei Gold hier kann er in einen anderen Laderaum legen. Und dann gucken wir hier bei Dave und der macht das gleiche wie ich, hat halt zufällig die gleichen Karten. Das ist in der Situation gerade am Start auch meistens klar, dass man ähnliche Optionen wählt. Das heißt, auch er bekommt 6 Schießpulver. Ich möchte jetzt eigentlich ungern gegen Dave kämpfen, weil ne, dann ist es eigentlich immer noch nur das Würfelglück. Und auch er bekommt hier 2 Gold. Und dann würden wir einfach die Karte, die wir gespielt haben, alle ablegen, würden eine neue Karte nachziehen. Und nachdem wir das gemacht haben, würde ich jetzt einfach den Startspielerstein weitergeben. Vielleicht fahren wir jetzt hier auch mal los. Dann würde jetzt hier der gute Skipper die Würfel würfeln. Oh, eine 6 und eine 6. Da hat er gar nicht so super viel Entscheidung. Und dann wird einfach geguckt, ne? Hier 6 vor und 6 zurückfahren bringt gar nicht so viel. Er könnte ja einfach, ne, schaut mal wieder, ne, 1, 2, 3, 4, 5, wir kommen halt da hin, aber er hat jetzt halt den Proviant, den er ausgeben kann, er macht mal einfach so und spielt die Karte, wo jetzt insgesamt 12 Felder vorgeht, das ist nicht das Schlechteste, ne, ich würde auch bei mir gucken, was kann ich jetzt machen, ich habe die Karte auch, ne, ist natürlich klar, dass wir uns bei so einem Kartendeck hier auch ab und zu mal überschneiden, da ist eben die Frage, ob ich das auch machen möchte oder ob ich lieber was anderes machen möchte. Aber ich entscheide mich da einfach auch mal für, was ich jetzt noch nicht weiß. Dadurch wird es gleich zu einem Kampf kommen. Und Dave hat die Karte nicht auf der Hand. Und ja, er könnte jetzt einfach 6 Felder vorfahren, sich nochmal Schießpulver einlagern oder auch wieder Gold. Aber er will auch mal vorankommen. Deswegen spielt er jetzt mal diese Karte hier. Und ihr seht schon, ne, das ist natürlich vom Spielablauf her super easy. Und ich habe auch nicht so viele Optionen. Zurückfahren, vorfahren, Gold bekommen, Schießpulver bekommen, Nahrung einsammeln. Und das war's im Wesentlichen. Dann würde jetzt Skipper auch wieder zuerst aufdecken. Und er würde jetzt eben 6 Felder vorfahren. Er ist der Blaue. Also fährt er hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 vor. Jetzt muss er hier eben 5 Gold bezahlen. Das wird er jetzt ja, bevorzugt. Da kann er sich aussuchen, aus welchen Laderäumen er das zahlt. Da ne, nimmt er mal diese Laderäume, hat jetzt also wieder viel Platz und immer noch relativ viel Gold. Und dann fährt er jetzt nochmal 6 vor. Da kann er sich jetzt überlegen, ob er hier lang fahren möchte oder hier lang fahren möchte. Hier wird er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Feld zu wenig leider. Und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da müsste er ihm auch wieder 3 Gold bezahlen. Wäre aber super weit vorangekommen. Das macht er einfach mal und opfert hier dann mal dieses Gold, setzt damit jetzt natürlich alle anderen ganz schön unter Druck. Jetzt zuerst mal Dave dran und der würde jetzt auch einfach nur 6 vorfahren. Das soll das grüne Schiff hier sein. Würde dann in dem Fall jetzt hier, na, er hat jetzt auch schlecht geplant. Er kann, ist halt ein Minion, kann nicht so gut zählen. Er hat jetzt nur 4 Gold, müsste aber 5 Gold bezahlen. Das heißt, er muss diesen Würfel hier werfen. Und hat jetzt ein Quadrat gewürfelt, die Zahl darauf ist egal, nur das kleine Symbol hier unten ist wichtig. Also muss er zum nächsten Feld mit Quadrat zurück und dann wird er das zweite abhandeln, dürfte sich also auch nochmal 6 Schießpulver einsacken. Und ja, jetzt will man noch weniger gegen Dave kämpfen, aber vielleicht muss er auch gar nicht kämpfen, ne? Bei so wenig Spielern kann das durchaus passieren. Und ich habe die Karte hier gespielt und jetzt weiß Skipper schon mal, ha, ne, gleich wird gekämpft. Er sieht, oh, ich habe hier ganz schön viel Schießpulver. Das ist vielleicht gar nicht so gut. Ich würde jetzt also auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder vorfahren. Aber was ich auch nicht beachtet habe, ich habe auch zu wenig Gold, deswegen kommt es doch nicht zu einem Kampf. Ich muss jetzt einfach alles abgeben, was ich habe und würde auch wieder würfeln und würfeln Kreis. Das heißt, ich muss zum nächsten Feld mit dem Kreis zurück, wo halt Gold gefordert wird. Muss das jetzt nicht bezahlen, aber jetzt würde ich eben auch nochmal 6 Felder vorfahren. Aber ich könnte jetzt sagen, ich fahre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, ne? Glück gehabt, super gut. Ich kann jetzt hier diesen Schatz einsammeln, der ist dann weg. Den Marker kann ich einfach beiseite tun, der ist für nichts mehr wichtig. Aber ich darf mir jetzt hier eine Schatzkarte ziehen und oh, ein Schatz, der mir einfach plus 3 Siegpunkte am Ende gibt. Und bei diesen Schätzen kann halt alles Mögliche dabei sein. 3 Schätze sind noch immer nicht im Spiel, da wissen wir nicht, welche nicht mitspielen. Und da haben wir zum Beispiel hier, das ist einfach noch ein weiterer Laderaum, den ich dann da hinlegen kann. Oder hier bekomme ich plus 5 Punkte am Ende. Oder hier darf ich für den Rest des Spiels immer eine Karte mehr haben, aber sie Auswahl aus 4 Karten. Das ist natürlich super gut. Gut, hier gibt es halt 7 Gold und hier gibt es 3 Gold Abzug, ein verfluchter Schatz. Na, hier würde ich immer plus 2 Kampfstärke bekommen. Hier hätten wir noch einen verfluchten Schatz und die Schätze könnte ich halt auch verdeckt bei mir sammeln. Und wenn ich mal gegen anderen Spielern einen Kampf gewinne, dann kann ich dem entweder einen Schatz wegnehmen oder darf ihm auch vielleicht einen Schatz geben und sagen, hier, du bekommst noch einen schönen Zweierschatz. Das heißt, ich hätte jetzt einfach hier schon mal 3 Punkte mehr, die
ne, sind auch, ne, die sind nicht ganz safe, weil die können dann auch weggenommen werden. Und das sind auch schon fast alle Mechaniken. Angenommen, ich hätte jetzt irgendwie nächste Runde hätten wir sowas hier und ich hätte jetzt auch wieder so eine Karte hier gespielt, dann würde ich jetzt eben auch 1, 2, 3, 4, 5 Felder vorfahren und dann würde es jetzt zu einer Schlacht kommen, zu einem Kampf und da ist einfach so, ich als Angreifer, der auf das Feld gefahren ist, wo wer anders ist, muss halt erstmal überlegen, möchte ich Schießpulver einsetzen? Ich könnte sagen 2, 4, 6 kommen, bevor das über Bord geht und feucht wird, setze ich mal alles ein. Das heißt, ich habe jetzt 6 Schießpulver eingesetzt. Ich addiere also plus 6 hier drauf, wobei, ne, es geht halt bis 10, 8, 2, 4, also mal gucken, was denn dabei rauskommt. Ich habe eine 6 gewürfelt, plus die 6 Schießpulver sind 12. Da muss jetzt hier Skipper in dem Fall erstmal drüber kommen. Er hat kein Schießpulver. Er kann da theoretisch nicht rüberkommen, außer er würfelt den Stern, dann hat er gewonnen. Dann gewinnt man immer, wenn ich als Angreifer den Stern würfel, darf sich der Verteidiger nicht mehr verteidigen. Also hofft er jetzt und Gott sei Dank, es hat nicht geklappt. Er verliert jetzt. Und er bleibt da dort stehen, passiert nicht viel. Ich darf dann einen seiner Laderäume plündern. Ich würde mal den hier plündern, weil jetzt komme ich natürlich auch hier in den Hafen, muss auch 3 Gold bezahlen. Na, also jetzt habe ich natürlich auch hier super wenig, habe aber im Prinzip genauso wenig wie Skipper und bin genauso weit voran. Dave müsste jetzt schon mal echt sehen, wie er vorankommt. Aber Dave hätte ja noch diese Karten hier, die wir schon gespielt haben, die kommen bei ihm noch. Natürlich, ne, dass die bei 2 Sechsen kommen, ist auch super unwahrscheinlich und super lucky. Aber das heißt ja auch nicht zwingend, dass man das voranbringt, weil vielleicht gehe ich 6 Felder vor, komme dadurch hier auf so ein Feld, wo ich 4 Nahrung abgeben muss, hab die gar nicht. Das heißt, ich kann das zwar spielen, muss aber danach auf jeden Fall diesen Mangelwürfel werfen und müsste dann halt vielleicht richtig weit zurück. Und das kann halt auch doof sein. Da muss man schon so ein bisschen managen, wobei natürlich die Auswahl, die ich immer habe, mit nur 3 Karten sehr gering ist. Aber wie man sieht, ne, auch wenn jetzt hier irgendwer vielleicht das hier einfach hinlegen würde als Option. Na, natürlich, wenn man immer niedrig würfelt, kann das Spiel durchaus länger dauern, aber ne, man würfelt ja schon relativ viel in dem Spiel. Ich muss halt immer gucken, was mache ich jetzt mit diesen Optionen, was ist gerade sinnvoll für mich, was bekomme ich, was muss ich vielleicht auch durchs Voranfahren wieder ausgeben und muss so das Ganze halt managen, dass ich dann, wenn irgendein Spieler hier einmal rum ist und hier wieder ein Port Royal ankommt oder darüber hinausfährt, ich einfach derjenige bin, der das meiste Gold hat und ne, derjenige, der hier zuerst ankommt, kriegt auf jeden Fall 15 Gold. Die Runde wird dann noch zu Ende gespielt. Alle anderen dürfen auch noch ihre Aktionen ausführen. Wenn halt wer anders auch noch hinkommt, bekommt er auch die 15 Punkte. Ansonsten bekommen die einfach die Punkte, die hier oben jeweils stehen. Und wer es nicht geschafft hat, über diese rote Linie zu kommen, der verliert sogar noch 5 Punkte. Vielleicht hat er ja trotzdem die Laderäume voll Gold, hat hier überall 6 Gold drin, noch ein extra Laderaum, hat damit schon allein 36 Gold gemacht, hat hier vielleicht noch ein paar Schätze eingesammelt. Das kann durchaus alles sein, weil wenn die anderen so weit voranbringen, dann machen die natürlich auch selten in diesen ne, Totenkopfhöhlen hier und plündern da Schätze. Wir nutzen auch nicht so oft diese Option, wo ich hier ne, mit den Karten Gold einsammeln kann. Die habe ich jetzt natürlich schon alle gespielt. Und das ist dann auch schon das ganze Spiel. Das ist kein hochstrategisches Spiel. Ich muss mit den Karten leben, die ich habe. Ich muss mit den Würfeln leben, die ich habe. Ich finde die neue Regel, dass ich halt einmal würfel, wenn ich einen Mangel habe, dann dahin zurückgehen muss. Aber dann, ne, im alten Spiel war es, wenn ich da mich richtig informiert habe, so, wenn ich dann jetzt hier war, musste ich nochmal die Nahrung ausgeben, konnte ich auch das nicht machen, dann hätte ich einfach nochmal zurückgehen müssen auf irgendein Feld, ich weiß nicht, wie da die alte Regel war und das gefällt mir hier schon deutlich besser. Es gibt auch eine Zwei-Personen-Regel, da fährt einfach noch ein weiteres Schiff mit, dass man immer, je nachdem, wenn das Schiff dann irgendwie hinten wäre, müsste man das auf jeden Fall automatisch vorbewegen. Wenn es ganz vorne wäre, müsste man es zurückbewegen. Damit will man halt so oft wie möglich Kämpfe auslösen. Und wenn es irgendwie in der Mitte zwischen den beiden Spielenden ist, dann darf sich derjenige, der gerade hier der Startspieler ist, aussuchen, wie rum er dieses Schiff gerne bewegen möchte. Das heißt, dieses neutrale Schiff fährt immer nur vor und zurück, pendelt immer so ne, zwischen den Kontrahenten und lässt sich also auch super einfach steuern. Aber ab 3 Leuten kommt das Spiel erst mehr in Fahrt, wobei dann gibt es auch noch relativ selten Kämpfe. Die Kämpfe sind schon ein zentraler Bestandteil des Spiels und natürlich, wenn ich einfach mit mehr Leuten spiele, dann ne, wird hier öfter geplündert, dann habe ich oftmals irgendwelche Sachen nicht vorrätig, dann muss ich vielleicht häufiger mal auch hier wieder den Mangelwürfel werfen und komme dann wieder zurück. Natürlich mit 3 Mitspielenden geht das Spiel dann insgesamt ein bisschen schneller, ist nicht ganz so konfliktträchtig, aber wir spielen hier ein Piratenspiel, wir wollen da ja Konflikt haben. Was sehr schön ist, das Regelheft sieht nicht so, der Druck finde ich jetzt nicht so super toll, aber dass wir hier so ein Register haben, wo wir immer direkt dahin springen können, ne, zu der Info, die wir gerne hätten. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Im alten Spiel war das so ein ausfaltbarer Spielplan, wo auch einfach nur so ein Flowchart drauf war. Das ist auf jeden Fall schon deutlich toller.
Und das Inlay ist auch super gut. Hier passt alles ohne Probleme rein. Also ne, solche Inlays, manche Spiele haben die ja und das funktioniert nicht so gut. Es fällt irgendwie alles durcheinander. Hier schließt alles schön plan mit dem Deckel ab. Das ist schon mal ungewöhnlich und gut. Sollte eigentlich häufiger so sein. Ne, hier passen die Schatztoken rein, hier die Nahrungstoken, hier die Schießpulvertoken. Ne, hier sind die Schiffe, wo dann auch diese Karten drüber kommen, dass die halt auch nicht durch die Gegend fliegen. Hier kann man dann die Karten reintun, den Startspielermarke und die Würfel können hier rein. Und es gibt ja noch eine Erweiterung dafür, die Crew-Erweiterung, die es für diese Version noch nicht gibt, aber ich würde mal mutmaßen, dass die auch hierfür wieder rauskommen wird. Die kann man dann wahrscheinlich da reinlegen. Das hier hat, glaube ich, keine nähere Funktion. Falls doch, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Und das war dann einmal alles, was man so zu Jamaika wissen muss. Wie gesagt, es ist ein unterhaltsames, kurzweiliges Spiel, wenn man so Wettlaufspiele, Racing-Spiele mag und das Piratenthema mag und man was im, ja, sag ich mal, Familienbereich sucht, im Gateway-Bereich, was eher locker leicht ist zum Fluch der Karibik-Film, dann könnt ihr euch das ja mal angucken. Ich hoffe, das war informativ und hilfreich für euch. Abonniert gerne den Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Das war's von mir. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss.